Hallo ihr Lieben, heute gehen wir mal kulinarisch in die USA. Ja, dort wurde ein Gericht erfunden, was so ein wenig Dekadenz ausstrahlt, nämlich zu einem Rinderfilet, was ja schon sehr hochwertig ist, noch ein hochwertigeres Produkt dazuzufügen, und das ist Hummer. Und das Ganze nannten die dann Surf and Turf. Und es geht auch alles eine Nummer kleiner. Ich hab's gemacht, aber schaut selbst, ob es wirklich so klein ist. Und hier die Zutaten. Zumindest einige davon. Wir haben 300 Gramm Entrecote und wir haben hier eine Garnele, eine Sea Tiger Garnele, 350 Gramm, allerdings mit Kopf und Schwanz und allem drum und dran. Und wir brauchen ein paar Bohnen, Kartoffeln und ja, einige Gewürze. Da kommen wir aber später noch drauf. Zuerst kümmern wir uns um die Kartoffeln, die brauchen am längsten. Und die schneide ich in sogenannte Wedges, also in Spalten. So, die können auch unterschiedlich dick sein. Die habe ich jetzt hier auf ein Grillrost gegeben. Darunter ist Backpapier. Und als erstes Gewürz kommt Paprika drauf. Dann Kräuter der Provence getrocknet. Salz und Pfeffer und etwas Olivenöl. Die Kartoffeln kommen jetzt in den Ofen bei 180 Grad Umluft. So, wir präparieren jetzt mal unsere Zuckerschoten. Dazu schneiden wir hier oben und unten etwas ab. Geben Sie in einen Topf etwas Wasser hinein, etwas Salz und jetzt lassen wir die kurz ankochen. Nach 5 Minuten habe ich sie durch ein Sieb abgegossen, mit kaltem Wasser abgeschreckt. Alternativ kann man bei einer größeren Menge natürlich auch Eiswasser nehmen. Und jetzt kommen die erstmal auf die Seite. Dann kommen wir zum Ribeye. Das wird von beiden Seiten gesalzen und gepfeffert. Ja, ich gehöre zu der Fraktion, die vorher pfeffert. Wir stellen uns eine Pfanne auf und geben hier Rapsöl hinein oder Sonnenblumenöl, je nachdem, was ihr habt. Das sollte ein neutrales Öl sein. Und jetzt lassen wir das heiß werden. Ja, der erste Teil des Steak-Anbratens ist irgendwie in den digitalen Tiefen versunken. Also ganz kurz, ich habe noch 2 Knoblauchzehen angeschlagen, 2 Chilischoten ins Öl gegeben und habe dann das Fleisch hinein. Und eine Minute pro Seite. So, eine Minute angebraten. Wird das Fleisch gewendet. So, Pfanne aus. Fleisch heraus. Und bestückt mit meinem Thermometer kommt es jetzt in den Ofen bei 60, 70 Grad circa. Wir werden sehen. Jetzt kümmern wir uns um unsere Garnele. Und die muss natürlich entdarmt werden. Und dafür schneiden wir hier erstmal den Panzer auf. Den will ich dran lassen zum Braten. Da haben wir ihn schon.
Ja, ursprünglich wollte ich den Kopf dran lassen beim Braten. Allerdings haben wir ein kleines Größenproblem. Deswegen Kopf ab. So, die Pfanne wieder aufgestellt. So, und jetzt gehen wir mit der Hitze etwas runter auf 5 von 9 und braten jetzt unseren Garnelenschwanz an. Und zwar ungewürzt. So, 3 Minuten später. Einmal gewendet. So, jetzt geben wir hier etwas Sesamöl hinein. Wenden Sie nochmal. Und unsere Garnele ist jetzt fertig und kann vom Feuer gezogen werden. So, 12 Minuten später ist auch unser Fleisch gut. Thermometer kann raus und kann jetzt hier noch 5 bis 7 Minuten ruhen. Währenddessen das Fleisch ruht, können wir schon mal anrichten. Etwas von unseren Kartoffeln drauf. Unser Turf. Unser Surf und fertig ist unser Turf and Surf. Wem das gefallen hat, gerne einen netten Kommentar. Daumen nach oben, na klar. Und wer noch kein Abo hat, ja, einfach abschließen. Hier natürlich die Anschnitte. Wir fangen mit dem Fleisch an. Das merkt man schon beim Schneiden. Medium Rare, so wie ich es mag. Das war also Kerntemperatur 56 Grad. Bei der Garnele habe ich jetzt die Kerntemperatur nicht gemessen. Aber wir schneiden sie mal an. Und wir sehen, sie ist noch saftig und sie ist auch ja, fast noch glasig. Vielleicht ein Ticken zu viel, aber das lässt sich mit so einem Teil natürlich schwer realisieren.